Nach einem Streit in einer Trierer Diskothek sind rund 40 Personen auf herbeigerufene Polizisten losgegangen. Bei dem Einsatz in der Nacht zum Freitag wurden 5 Beamte verletzt. Die Einsatzkräfte waren wegen einer Körperverletzung zu der bekannten Diskothek gerufen worden. Vor dem Eingang eskalierte die Situation, als zunächst eine Person die Polizisten angriff und dann die anderen hinzukamen. Und das war dann scheinbar dann die Initialzündung für die Gruppe, die wir schätzen aus etwa 40 Personen besteht, die sich dann ganz massiv gewaltsam gegen die Kollegen gewandt hat, die Kollegen angegriffen hat. Dort hat man sich bewaffnet mit Flaschen, mit Leergut, das man entweder hatte oder aus einer nahegelegenen Deponie dann an sich genommen hat. Es gab, in der Nähe gibt es einen Einkaufsladen, man hat dort einen dort stehenden Einkaufswagen genommen, ihn gegen die Kollegen geschleudert. Man hat zumindest mit Holzstöcken dann auch auf die Kollegen eingeschlagen, sodass die Kollegen wirklich in einer Situation waren, wo sie sich in Notwehr dann zur Wehr setzen mussten, um dort nicht größere Schäden, Verletzungen oder Schlimmeres erleiden zu müssen. Eskaliert ist die Situation dann aus polizeilicher Sicht durch die beiden Warnschüsse, die ein Kollege letztlich dadurch abgeben musste, dass er gesagt hat, hier geht es jetzt um unser Gesundheit, hier geht es um unser Leben. Er hat dann 2 Warnschüsse abgegeben und diese beiden Warnschüsse waren dann wahrscheinlich auch das Signal für diese Störergruppe einzustellen, die Aggression einzustellen und zu flüchten. Neben den Polizisten seien 2 bis 3 weitere Personen durch Pfefferspray verletzt worden, sagte Polizeisprecher Uwe Konz. Möglicherweise gäbe es weitere Verletzte, die sich melden sollten. Die Identität der rund 40 Angreifer ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des schweren Landfriedensbruchs und der versuchten Gefangenenbefreiung.